Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther hier stehe ich begrüßen zu dürfen. Und ich begrüße Jan-Peter Luther in Berlin, der technische Probleme hat oder an Bord ist. Nö, mit der üblichen Novemberfröhlichkeit um diese Jahreszeit harre ich der Dinge, die da kommen und bewege ich mich, solange es nicht, ich es noch kann, denn man kommt ja langsam in die Jahre und da ist Bewegung durchaus ein probates Mittel zu zeigen, dass es kein Standbild ist und dass man noch mobil ist. Herr Luther, Sie sprachen vom November. Das eine geht, das andere kommt. In dieser Woche, so hört man aus Berlin, höre ich aus Berlin, ich weiß nicht, was Sie hören, löst sich die Bundestagsfraktion der Linken auf. Dann wird es einen Bundesparteitag geben, der heißt irgendwie anders, aber faktisch ist es so, ein Bundesparteitag der Linken, wo dann fröhlich über, ja, die Zukunft der Linken diskutiert wird. Gleichzeitig gründet das Linken Schlachtross Sarah Wagenknecht ja eine Partei, deren Vorsitzende sie aber nicht werden will. Dafür hat sie eine ehemalige Genossin, die Fraktionsvorsitzende und Kollegin von Dietmar Bartsch war, gewonnen. Die soll wohl Vorsitzende werden. Was dann ihre Rolle ist, weiß ich nicht ganz genau. Vielleicht geht sie für 20.000 Euro im Monat ins Europaparlament. Keine Ahnung. Es führt alles dies zu einer weiteren Mäanderisierung der deutschen Parteienlandschaft. Und die Frage ist ja gerade an Sie als geborenem Ostdeutschen, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn jetzt die PDS doch endlich nach 33 Jahren von der Parteienbildfläche verschwindet? Als Eingeborener Ostgermaniens kann ich da natürlich eine gewisse Genugtuung nicht verhehlen. Allerdings, wenn wir das politische Spektrum angucken, ist eine aktive politische Partei, auch wenn man deren Inhalte nicht teilt, durchaus immer auch in Demokratien ein Hilfselement, ein Spiegel der demokratischen Aktivitäten. Denn wenn man das Spektrum anguckt und sieht, dass diese Partei gewählt und im Parlament sich befindlich offensichtlich einer Beliebtheit von größeren Bevölkerungsgruppen erfreut, dann scheint sie eine Relevanz zu haben. Also müssen die Herr Themen für ein... Luther, Herr Luther, Entschuldigung, Na, doch, 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 doch. da muss ja gleich der Faktencheck einschreiten. Ja, dann checken Sie. Also die Partei ist ja durchaus nur deswegen im Deutschen Bundestag, weil sie Weil drei. drei Mandate, ja, Ja, so. die Fakten sind bekannt. Dennoch ist sie da und mit fast 30 oder ungefähr 30, glaube ich, Mitgliedern der Fraktion durch diese drei Türöffner, Dosenöffner, die quasi es möglich gemacht haben, ins Parlament zu kommen, sind sie nach wie vor eine relevante, diskutable Größe, die in den Medien, im Parlament und überall ihre entsprechende Rolle spielt. Und diese Kraft, die hat sie jetzt verlassen. Also das ist metaphorisch sozusagen doppeldeutig interessant, weil die Kraft da drin, also die Treibende, die Sarah Wagenknecht, die hat die Partei verlassen, weswegen die Partei verlassenerweise jetzt zurückbleibt und in sich implodiert oder kollabiert, je nachdem. Also ein Hohlraum implodiert ja, weil inhaltlich offensichtlich nicht mehr genug da ist, um die Partei auf diese relevante Größe zu bringen, wie Sie gerade zu Recht sagten, dass mindestens drei Mandate bei einer Bundestagswahl ab fallen würden, wobei auch diese Regelung ja eventuell gekippt werden könnte in Zukunft. Ist aber ein anderes Thema. Sodass wir jetzt quasi tatsächlich eine Aufspaltung der Linken haben, die sich selbst wahrscheinlich nicht überleben wird. Denn eine Partei, deren Programm Sarah Wagenknecht heißt, die sich wiederum etwas zusammengesucht hat, was wir schon mal diskutiert haben, was vielleicht relevant wäre, um AfD-Wähler abspenstig zu machen, aber nicht um tragkräftig für die Zukunft ein linkes Konzept zu vermitteln, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin kein Linker. Aber ich glaube nicht, dass Sarah Wagenknecht als Parteiprogramm ausreicht, um eine relevante Größe im demokratischen Spektrum zu bilden. Oh, Und da haben nun Sie ist völlig das. recht. Die PDS in der, also in der Nachfolge der SED, nahtlos. SED, PDS, Linke, die hat sich dann wahrscheinlich erstmal erledigt. Nun ist es ja so, dass Sie und andere, die ostgermanischer Herkunft sind, wie Sie selbst sagten, mir mal erzählt haben, die SED oder PDS oder wie sie jetzt auch irgendwie heißt, sei ja eine Kümmererpartei gewesen. Also es sei ja nicht nur so eine Ideologietruppe, die da im Bundestag irgendwie rumschreit, sondern da hätten sich viele aufgehoben gefühlt, viele ehemalige DDR-Bürger, weil die SED eben nicht die SED, die Linke eben irgendwas gemacht hätte. Ja, und nun lese ich heute im Spiegel eine Kolumne von Nikolaus Blome,
dass im Osten die AfD in die Fußstapfen der Linken getreten sei. Also nicht nur, was manche Parolen anbelangt, wenn man jetzt Sarah Wagenknecht und Alice Weidel vergleicht, sondern eben auch, was sozusagen das sich aufgehoben fühlen anbelangt. Also die Mentalität, die Denkweise der Bürger in Thüringen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, würde die AfD eben viel besser aufnehmen heutzutage als die Linke oder die SPD oder die Grünen. Und deswegen hätte die AfD da eben so viel Zuspruch. Müsste das nicht Janine Wissler und Herrn Schürdewan, der übrigens ja einen sehr berühmten nicht Großvater oder Onkel oder so hat, ich weiß nicht besser, ob das sein Großvater war, wirklich, also den Schlaf rauben, wenn die sich vorstellen, dass ihr Versagen, nämlich der Linken eine klare Linie zu geben, eine klare Programmatik zu geben, eine klare gesellschaftliche Aufgabe zu geben, dazu geführt hat, dass die AfD so stark in Ostdeutschland wurde, wie sie ist. Da höre ich doch den Ton des Bedauerns im Unterton, um den Verlust der Linken, wenn man das betrachtet. Aber Sie haben durchaus recht. Krokodilstränen, das sind Krokodilstränen. Ja, ich sehe es glitzern. Aber natürlich, A, haben Sie mit dem Namen Schürdewan durchaus ein Insider-Thema angesprochen, denn die wenigsten werden mit diesem Namen irgendwas anfangen können. Wenn man aber die DDR-Geschichte der 50er Jahre betrachtet und die Entwicklung in der DDR, dass es durchaus auch, sagen wir mal so, im Rahmen der Möglichkeiten progressive Strömungen in der SED gab, die eben nicht nur diesen Stalinismus-Block unterstützen wollten, sondern andere Ideen hatten, da ist der Name Schürdewan durchaus mal ein Wikipedia-Nachschlageabend wert. Aber zum Eigentlichen, die Linke hat tatsächlich nach dem Zusammenbruch der DDR, die PDS, eine Kümmererrolle übernommen für die, die sich zurückgelassen, nicht verstanden und nicht aufgehoben fühlten. Das betraf die Betreuung von Älteren zum Beispiel, indem man mit der Volkssolidarität, das ist diese Institution, die quasi unabhängig von Religion sich um Menschen kümmerte, die alleine nicht versorgt waren, also solidarisches Miteinander, sage ich mal vorsichtig, sich um Menschen zu kümmern, die sozial benachteiligt, vernachlässigt waren. Da hat sich die Linke tatsächlich Meriten erworben, um sich um die Leute, die dann eben keinen mehr hatten, der sich um sie kümmerte, da jemand darzustellen. Diese Rolle ist aus biologischen und zeitlichen Dingen überholt. Die Altersstruktur der Linken ist auch, wenn man die ehemaligen SED-Genossen betrachtet, mittlerweile vom Aussterben bedroht, weil die alten verdienstvollen Genossen, sage ich mal, also die Tätergeneration der SED in der DDR, ist mittlerweile am Aussterben. So dass tatsächlich die Legitimation der neuen Generation, also der Schürdewan Juniors von heute, eine Erklärung bedarf. Und die Definition, was ist eine linke Partei heutzutage, das ist echt schwierig. Und da einen Raum zu finden, der jetzt gerade in Zeiten der Abwerbung durch die AfD und dann auch durch Taten der AfD, die sich jetzt aufspielen, Kümmerer sein zu wollen, da was gegenzusetzen, das ist echt nicht einfach. Und deswegen ist auch bei mir nicht nur eine Krokodilsträne, sondern ein bisschen eine echte Träne da, wenn ich das Parteienspektrum betrachte und überlege, dass da, wo ein Machtvakuum durch den Verlust der Linken entsteht, die AfD nachrückt, dann dürfen Sie mich gerne fragen, was mir lieber wäre. Ich glaube, die Antwort muss ich nicht wirklich geben. Würde mich aber interessieren. Ich habe es nämlich nicht ganz genau verstanden, welche Antwort Sie geben würden. Die Linke? Ist mir zumindest lieber als die AfD, weil für mich berechenbarer. Da staune ich Somit. ja jetzt wirklich, lieber Luther, weil auch die Linke ist ja im Ganzen oder zu Teilen lange Zeit vom Ja. Verfassungsschutz beobachtet worden, genauso wie die AfD. Es gibt Strömungen in der Linken, die Ja. ganz klar verfassungsfeindlich sind. Ich erinnere an an den Namen kann ich mich nicht erinnern, an die Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern, die einer linken Strömung anbelangt, Ja, die unsere ja, Verfassung ja, ja. abschaffen will. Die ist jetzt Liebe, Verfassungsrichterin, mit Hilfe übrigens der CDU. Herr Müller, oh, ein Also da Missverständnis wundere ich aus. mich allen Ernstes. Ja, dürfen Sie, aber es ist ja ein Missverständnis, was Sie gerade aufbereiten. Wenn Sie die Wahl zwischen Pest und Cholera haben, können Sie sagen, die Pest ist mir lieber. Die Pest ist genauso scheußlich wie die Cholera, aber die Art zu sterben ist halt eine andere. Also damit ist mir gerade bei der Kraft, die die AfD momentan politisch entfaltet, eben ein Gegengewicht, wenn ich es mal so ausdrücken darf, lieber, als wenn ich einen Monolithen habe, der dann quasi alles einsammelt, als Sammelbecken, als schwarzes politisches braunes Loch, was alles anzieht, was da noch so kreucht und fleucht. Da hätte ich dann doch gerne noch ein Gegengewicht, obwohl es mir nicht lieb ist, aber lieber als das eine schlechte alleine.
Aber Gegengewicht, also lassen wir jetzt mal den Bundestag weg. Also die Linke regiert in Thüringen, da stellt sie ja wunderbarer oder wundersamerweise mit Hilfe der CDU sogar den Ministerpräsidenten und dann noch in irgendeinem anderen Bundesland. Ich weiß jetzt nicht. Naja, nicht mit Hilfe, nicht mit Hilfe. Also Naja, die CDU hätte also. nicht ausgereicht, um die Wahl zum Ministerpräsidenten von Bodo Ramelow zu vermeiden. Das ist schon nicht durchaus gewollt und Das gewünscht gewesen, hätte aber das ist. durchaus ausgereicht, wenn CDU und AfD und FDP zusammen abgestimmt hätten, wäre Ramelow niemals Ministerpräsident geworden. Die Thüringer Situation ist auch wieder ein besonderes eigenes Thema, Ja, gut, aber ja. aber lassen wir jetzt mal. Es gibt zwei Landesregierungen, eine ist Thüringen, ich glaube, die andere ist Mecklenburg-Vorpommern, in denen die Linke mitregiert. In beiden Bundesländern, obwohl die Linke mitregiert, also eine politische Exekutive. Seite zur AfD bilden kann, ist die AfD extrem stark. In Thüringen wird sie allen Umfragen zufolge mit Abstand stärkste Partei werden, noch vor der CDU, lang vor den Linken. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern hat sie große Chancen, stärkste Partei zu werden bei Landtagswahlen. Also scheint ja nicht nur das Gerede im Bundestag, sondern auch die Politik in Bundesländern nicht zu verhindern, dass die AfD stark wird. Ja, das ist es ja, weil, wie ich vorhin sagte, die Rolle der Linken sich überlebt hat aufgrund der Altersstruktur, aufgrund des Angebots, was sie bis jetzt geliefert haben. Deswegen war vielleicht auch die Aktion von Sarah Wagenknecht so eine Art Notbremse oder eine Überlegung, noch linkes Potenzial, Wählerpotenzial zu retten und zu binden, bevor eben die Partei in der Bedeutungslosigkeit versinkt, ohne dass irgendjemand etwas tut. Und das ist das Dilemma dieser linken Strukturen vermutlich, dass es da keine dauerhafte, bisher absehbar gute Lösung geben wird. Als Alternative, sage ich mal, zur Alternative oder als Alternative zur Linken. Trauen Sie denn Sarah Wagenknecht zu, wirklich eine schlagkräftige Partei aufzubauen? Sie selber sagt ja von sich, dass 18% der Wählerinnen und Wähler sie durchaus auf dem Wahlzettel haben würden. Sarah Wagenknecht ist momentan witzigerweise, Wortwitz, eine One-Man-Show, also eher eine One-Woman-Show. Das allein ist kein Parteiprogramm. Aber sie ist clever genug, um den Zeitgeist und das, was quasi Menschen wünschen, wollen, erhoffen, aufzugreifen und quasi wie eine gute Köchin, die rezeptlos ein schmackhaftes Gericht politischer Couleur zubereiten möchte, sich die Zutaten zusammenkippt und sagt, ja, das definiere ich jetzt als links. Das ist sozusagen die Sarah Wagenknecht-Partei, deren Vorsitzende sie paradoxerweise nicht werden will. Wir erinnern uns an die stalinistischen Kultparteien, wo eine Person im Mittelpunkt stand, die alles führte und lenkte. Aber wenn jetzt die schlagkräftige Frau Muhammad Ali dann das Zepter übernehmen soll, damit Frau Wagenknecht nicht Frau Wagenknecht sein muss in ihrer Partei, das ist schon originell. Also ich meine, der Originalitätswert und dass man darüber spricht, was wir ja gerade tun, das ist auf alle Fälle erreicht. Also man spricht über diese Partei. Damit gibt es eine gewisse Relevanz. Ob es eine unterhaltsame oder eine politische Kraft entfaltet, das wird man dann noch sehen. Aber zumindest tut sich in diesem Segment etwas. Und ob das Angebot tatsächlich so schwach ist, wie es momentan scheint, das werden die nächsten Tage und Wochen ergeben, wie sich das Ganze nennt, wer es führt, lenkt und leitet und ob es über einen Verein, für dessen Gründung man ja nur 7 Personen braucht, tatsächlich hinausgeht. Ich habe Ihren Wink mit dem Zaunpfahl verstanden und werde jetzt nicht mehr über die Dame, deren Namen ich jetzt auch nicht mehr nenne, um ihr keine zusätzliche Propaganda zu verschaffen, nicht mehr weiterreden. Lassen Sie uns noch zwei Sätze verwenden auf den Coup von Wiesbaden. Boris Rhein hat die Grünen rausgeschmissen und unfassbarerweise koaliert er jetzt mit der linken SPD von Nancy Faeser. Was bedeutet das für die Grünen und was bedeutet das für die SPD? Und was bedeutet das für Herrn Merz? Mensch, Lieber Herr Müller, Sie haben drei Sätze. drei Grüne Sätze zu zwei Fragen. SPD und Friedrich Merz. Stellen Sie sich vor, lieber Herr Müller, Sie sehen staatstragend aus, Sie sind Ministerpräsident und müssen dummerweise, weil Sie nicht alleine stark genug sind bei der Wahl, sich irgendjemand suchen, der zur Not als Ihr Steigbügelhalter oder Ihr Untersetzer unterm Kippelstuhl Sie unterstützt. Was suchen Sie sich? Die schwächste Schnittmenge, die Sie finden können. Und da nimmt man sich doch einen Partner, den man entweder klein hält, der schon klein ist, oder der so klein ist, dass man selber groß genug ist, um allein regieren, also allein zu zweit regieren kann.
Und dass Boris Rhein den Rheinfall der Grünen in Hessen verursacht hat, das ist einfach mal nachvollziehbar, weil wenn er die Wahl hat, ist das die Qual der Grünen. Und die Wahl hat er getroffen. Und die SPD ist das probate Mittel seiner Wahl. Damit kann sich die CDU etwas recken. Das hilft auch am Ende Friedrich Merz und zeigt den Grünen, dass ihre Träume nicht in den Himmel wachsen und dass man wieder solide Basisarbeit machen sollte, was Boris Rhein auch nicht oft genug betonen kann. Dass quasi wir uns ja nicht vorschreiben lassen wollen, wie wir zu leben haben, sondern dass wir Vorschläge machen dürfen. Aber mit Vorschriften haben wir es nicht so gerne. Hat die Grünen arg brüskiert? Man war da etwas verschnupft. Die Reaktionen waren originell, weil sie tatsächlich an kleine, bockige Kinder erinnerte, die sich ein bisschen beleidigt zurückziehen. Kann man nachvollziehen, weil sie damals tatsächlich erwarteten, dass sie logischerweise wieder gefragt werden, mitzumachen. Und Boris Rhein sagte tatsächlich, rein menschlich tut ihm das auch wirklich weh. Kann ich tatsächlich menschlich auch nachvollziehen, dass das vielleicht ein nettes Miteinander war. Aber rein pragmatisch und machtpolitisch ist es aus seiner Sicht die richtige Entscheidung. Und für Friedrich Merz, der reibt sich auch innerlich die Hände und sagt, okay, wenn mein starkes Hessen quasi die CDU mit der Nase wieder über die Horizontallinie kriegt und da auch bleibt, hilft mir das auch. Wissend, dass natürlich je stärker ein Boris Rhein oder auch ein Hendrik Wüst wird, es mitunter für Friedrich Merz eine Sparringsrunde werden kann, sich dann weiterhin durchzusetzen als Parteiführer. Dann noch ein Abschlusssatz zu Nancy Faesers SPD. Oder war die Aussage von Ihnen, sich den schwächsten Partner rauszusuchen, schon die Antwort auf meine Frage nach der SPD? Wenn ich nach dem Prinzip Wagenknecht gehe, muss ich über Nancy Faeser wohl nicht mehr länger reden, weil in Hessen wird sie keine Rolle spielen. Sie will da auch keine Rolle spielen, weil da müsste sie in die Niederung der Landespolitik als kleines Licht, als quasi Stühlchenhalter der CDU fungieren. Und da ist sie es lieber, am Katzentisch des Kanzlers zu sitzen, als das Stühlchen von Boris Rhein nach oben zu schieben. Also Nancy Faeser, auch menschlich nachvollziehbar, bleibt da, wo sie ist, wo sie keine größeren Verluste erlitten hat bisher, imagemäßig wie in Hessen, was sie an Zahlen ja festmachen kann, wo die SPD gelandet ist. Und da wäre es peinlich, quasi als Wahlverlierer dann auch irgendwo ein Ministeramt zu ergattern in einem Bundesland, wo man über sie lächelt, wenn sie kommt. Nicht, weil sie so nett ist, sondern weil man weiß, warum sie kommt. Also, was soll ich dazu sagen? Ich dachte, manchen in Berlin sei nichts zu peinlich. Also, Ja, wir haben Karneval. Da kenne ich das mit der Peinlichkeit aus dem Rheinland. Aber Berlin, da geht mir der Karneval ab. Wobei einige politische Aktionen dieser Wochen und Tage mir tatsächlich sehr karnevalistisch anmuten, weswegen diese Novemberfröhlichkeit vielleicht gerade herausragt, trotz der multiplen Ereignisse, die am 9. November stattgefunden haben und über die man immer weniger hört, weniger liest und weniger weiß. Denn es sind mehr als zwei Ereignisse wie Mauerfall und Pogromnacht. Da sind ganz viele andere Sachen passiert. Ausrufung der Republik, Hitlerputsch, Louis Ferdinand von Preußen wurde 1907 geboren und vieles andere mehr, was auf den 9. November gefallen wäre, über das man reden könnte, was es wert gewesen wäre, statt Karnevalsgedanken zu Wagenknecht und Faeser. also mit dieser Abschlusskritik muss ich jetzt leben und Das war nicht auf Sie gemünzt, Herr grüße Sie mit einem fröhlichen Helau. Laura Müller. Bis dann.